Ja, meine kleinen Berserker-Zyklopen. Herzlich willkommen zurück. Boom! Zu God of War 3. Ups. Heute nehme ich mal ein. Also, bla. Heute nehme ich mal ein bisschen anders auf. Ja, geht. Einstellungstechnisch habe ich jetzt sozusagen die Skalierung nicht auf 1080p, sondern auf 720p. Trotzdem noch 30 Frames, dementsprechend 60 Frames meine ich. Ich hatte ja vorher volle, also ganz zu Anfang hatte ich. Ach, jetzt muss ich tauchen, okay. Komisch, jetzt kann ich auch einmal tauchen. Hallo Hades, wir haben ja Hades gekillt. Mal hoch. Ja, wie gesagt, ich habe die Einstellung halt ein bisschen geändert. Seelenbeschwörung. Oh nein! Was denkst du denn? Naja. Und ansonsten sitze ich auch gerade ein bisschen anders. Merkt ihr aber eh nichts von. Ich bin halt einfach nur. Sitze jetzt vorm Fernseher. Das heißt, ich habe hier keinen wirklichen. Kein Delay mehr, weil ich das halt direkt. Oh lol. Ladevorgang. Hab keinen Delay mehr oder keine Verzögerung mehr in meinen Eingaben. Das heißt, ich habe keine Ausrede mehr, dass ich sacke. Mag jetzt gut sein, auf der anderen Seite werde ich jetzt weniger sacken. Hoffentlich. So. Alles klar, und let's go. Und da sind wir wieder. Hi. Kratos? Kann das sein? Bedeutet das, dass Hades nicht mehr herrscht? Der Gott der Unterwelt ist tot. Tot? Hades hatte Leid verdient. Aber ich dachte, er wäre unsterblich. Die Olympier überschätzen sich gern. Interessant. Das werde ich mir merken, Spartaner. Du brauchst die Seele eines Gottes für Hyperions Tor, Kratos. Und das Tor wurde ewig nicht benutzt. Sicher ist es beschädigt, ansonsten hätte ich doch meine liebliche... Weißt du, Kratos, ich war nicht immer wie jetzt. Ein Monster. Ich war einst der gefragteste Handwerker des gesamten Olymps. Zeus gab mir zum Lohn die Hand der lieblichen Aphrodite. Meine Mutter Hera prahlte mit meinem Talent. Auch am Tag deines Sieges über Ares wurde meine Welt zerstört. Seit diesem Tag ist Zeus der Dämon, den du heute kennst. Schlimmer noch, er nahm mir meine Tochter, Pandora. Den Quell meines Lebens. Ich versuche seitdem hier sie neu zu erschaffen. Vergeblich. Wieder und wieder. Sie ist am Leben, Spartaner. Ich fühle es. Du. Du, Kratos. Du kannst sie mir zurückbringen. Dein Kind geht mich nichts an. Doch sicher verstehst du mich. Du warst einst auch ein Vater. Ja, die hat uns ja schon ein paar Mal angequatscht. Die wollte ja auch, dass wir sie befreien. Dementsprechend, wir müssen jetzt noch da oben irgendwie. Wir sind ja noch da gegangen worden sein, wie auch immer. Können wir mal speichern, was wir nicht brauchen. Ist die Frage, wie kommen wir da hin? Oder müssen wir da überhaupt hin? Oder müssen wir zurückgehen? Also uns wird das natürlich so... So, prominent gezeigt, dass wir da hin sollen. Ich
mag die Rolle übrigens lieber. Dementsprechend vermute ich eigentlich mal. Kann ich ihn angreifen? Nö, immer noch nicht. Oder kann ich jetzt hier an dem. Nee, bringt ja auch nichts. Naja, wenn man hier nicht lang kommen sollte, müsste ja eigentlich. Naja, wir sind auch. Ja. Ja, wohin jetzt? Ne? Also, scheinbar kommen wir da nicht weiter. Das heißt, wir gehen einfach mal wieder hier lang. Vielleicht hilft es uns ja was. Ach. Right. Hallo. Oh, den wollte ich nicht. Na egal. Ey. Da kriegst du einen Berserker-Zyklopen aufs Fressbrett, mein Freund. Ah. Ach Mann, blöde Hunde, ey. Da! Mano, lass dich davon irgendwie nicht beirren. Ist ein bisschen doof. Berserker zu Klo. Boom. Ist auch irgendwie nicht so stark, wie ich erhofft hatte. Bleiben wir mal lieber bei denen hier. Jadl, jadl, jadl. Wow. Einer steht da noch. Hallo? Vielleicht wird er ja gleich zu einem super Berserker und zermoscht uns komplett. Oder bleibt einfach stehen. Das könnte natürlich auch passieren. Frage ist, müssen wir jetzt vielleicht da lang? Ich glaube es nicht, aber vielleicht. Nein. Da geht es nicht weiter. Ich finde es irgendwie witzig, dass man hier mehr oder weniger Backtracking. Also man wird halt wieder in alte Gebiete geschickt, allerdings auch irgendwie nicht. Oh, da fliegen ein paar Seelen, ne? Dadurch, dass Hades ja jetzt hinüber ist, sind die ganzen Seelen frei. Ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist, weiß ich jetzt nicht. Aber. Ah. Hier waren wir ja und haben unser Schwert abgeholt, also das hier. Und da hat uns auch Pandora einmal angequatscht. So. Oh, hier mal wieder. Ladadidadudi. Tja, hier sind keine Gegner mehr. Ich dachte, da wäre was. So. Ich brauche die Seele eines Gottes. Denk an deine Aufgabe, Kratos. Die Dämmerung verzehrt uns. Sein Tod ist die einzige Hoffnung. Ich versichere dir, Athene. Zeus wird sterben. Dann wollen wir hier mal durchgehen, ne? Mal schauen, wo wir ankommen. Vorwärts! Die Stadt Olympia. Erstmal wieder auf die Kamera zu rennen und hier ist nichts. Interessant. Das ist, glaube ich, sogar die
der Ort, an dem sozusagen Kratos im Menü steht. Was haben wir denn hier? Ja, wir sind wieder da, wo wir vorher waren. Ey. Du lebst, Spartaner? Das Blut des Kronos dient dir gut. Schnell, du musst mir helfen. Helfen? Dir? Ja, Freund. Schnell. Ich leide furchtbar. Ich wollte zurück in den Kampf, aber... Ohne mich. Du weißt, ich hatte keine Wahl. Du musst mir helfen. Ja, ja, du hattest keine Wahl. Ich helfe dir sehr gerne. Olle Troller, ey. Kratos, begleite ich dir nichts mehr. Du fasst Mittel zum Zweck, Gaia. Nichts weiter. Aber ich muss Zeus töten. Die Titanen müssen den Olympus siegen. Nein, das ist mein Krieg, nicht deiner. Ja, das ist, glaube ich, ziemlich genau das Gleiche. Huch. Was? Ja, wir laden auf und let's go. Warum explodiert eigentlich bei dem alles? Ja, jetzt liegt da so eine Hand, ne? Wäre lustig, wenn man die einfach runterschubsen könnte. So, ungefähr dieser den Dialog gab es ja schon mal. Ne? Allerdings genau andersherum. Tor nach Olympia. Beweisen Sie, dass Sie ein wahrer Held sind. Vernichten Sie die Gegner, die ihr den. Ich hatte gerade. Oh. Das war's schon. Das ist auch eine Möglichkeit, die 1000-fach-Kombo zu kriegen. Na, dass man halt ganz viele von diesen Dingern spawnt. Allerdings nicht bei Hunden. Weil die Teile machen halt einfach gefühlt keinen Schaden. Aber naja. Hui. Die Waffen sind eigentlich schon cool. Ey, Minion. Aber irgendwie, man hat nicht so wirklich ein Trefferfeedback. Also, ne, das ist dieses. So. Als wenn es einfach, ne, es geht halt durch wie Butter. Und hier merkst du einfach so. Hast du einfach so dieses Grafische, ne, dass du halt so eine Animation hast. Beziehungsweise so ein Kamera-Shake, wenn du triffst. Und du hast halt auch ein bisschen dieses. Ja, ein bisschen Geräusch, dass es halt trifft. Doof gesagt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man es erklären soll, aber es ist halt. Ich glaube, beim Spielen kommt es besser rüber, wenn du. Also beim Spielen merkt man einfach deutlich. Diese Mistviecher. I hate them. Ach ja, I remember. Das war ja auch eine Mechanik in dem Game hier. Hey. So. Da unten könnte was liegen. Deswegen gehe ich mal kurz runter. Oh nein, liegt das nicht. Gut. Ups. Okay. Genau, wie gesagt, das war halt so eine witzige kleine Mechanik. Die man halt hier nutzen kann. Harpien als Flugmittel. Ups. Ja. Ich finde es aber schön, dass immer extra eine neue kommt. Man braucht. Juch.
Ja, ist er nicht irgendwie automatisch? Sieht schon cool aus, ne? Hat eben die andere automatisch gegriffen. Alter, sind die Dinger hässlich, holy shit. Ja, Helios. Mit dem hatten wir ja auch schon mal in einem früheren Spiel das Vergnügen, nämlich in Chains of Olympus. Da wurde er ja von Atlas, wenn ich mich nicht täusche, in die Unterwelt gedingstet. Entführt sozusagen, und wir haben ihn halt einfach gerettet. Und haben dann... Irgendwie war das, keine Ahnung, Atlas hat dann die Weltensäule zerstört und so weiter. Und deswegen haben wir ihn dazu verdammt, die Erde auf oder die Welt auf seinen Schultern zu tragen. Wir haben ihn ja im zweiten Teil dann auch gefunden, getroffen. So, let's go. Zack, 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 zack. So, wir wollen erstmal die kleine Gefiech hier weg haben. Dann machen wir das Schwert aus und dann... Aua! Sag mal. So. Naja, aber wie gesagt, wen die Story von Chains of Olympus interessiert, entweder schaut, könnt ihr auf meinem Kanal gucken, da gibt es, da habe ich nämlich auch Chains of Olympus Let's Played, oder ihr schaut irgendwie im Internet, Wiki oder sonst was, oder spielt es selber, warum auch nicht, ne? Gibt es ja auch für die PS3, Ja, Medipacks. Ja, die Götter werden euch retten natürlich. Tschüss. Halt dein Maul, bra. So. Ja, sowas hat irgendwie schon Stil. So dieses Chimäre ist das, glaube ich. Wenn ich mich recht entsinne. Ugh. Wir können es ja herausfinden, indem wir einfach die Seele der Chimäre mal auswählen. Chimäre. Dann sollten wir auch die richtige wählen. Ja! Ist die Chimäre. Oh. Und... Genau. Das kann ich auch hier. Mein Gott, ich bin so dumm. Das wollte ich eigentlich machen, mein Freund. So. Jetzt rammen wir ihm mal ein paar Klingenhiebe. Und zermoschen ihm das Gesicht und jetzt... Feuer! Feuer! Das Feuer ist schuld. Alter, meine Range ist nicht hoch genug. Dann, ich kann auch Feuer! Oh, du brennst. So, und...
sehr gut. Damit können wir uns jetzt wir müssen jetzt, glaube ich, warten, bis er in unserer Schussbahn ist. Und schießen jetzt. Boom. Oh, wie eine Fliege. Alles klar. Target lokalisiert. Also Ziel